Auch der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Anton Hofreiter, hatte auf seine Anfragen die gleichen unverbindlichen Antworten aus dem Ministerium erhalten. Und im Grunde ist es eine absolute Frechheit, wenn man sich hier den internen Vermerk anschaut, der was völlig anderes sagt, als wie hier die offizielle Antwort, die wir bekommen haben mit Unterschrift Staatssekretär erst vor kurzem. Es ist im Grunde eine Verhöhnung des Parlaments. Man regt sich da immer wieder auf, aber auf der anderen Seite regt man sich auch gar nicht mehr so sehr auf, weil im Verkehrsbereich kennen wir diese Methode, geheim zu halten, alles, was geheim haltbar ist, bis es dann endgültig auskommt. Aus vielen Bereichen, Berliner Großflughafen, hat man auch alles geheim gehalten, Stuttgart 21. Also man hat so viele Beispiele. Und die Maut ist hier jetzt ein weiteres Beispiel. Und man ist immer gezwungen, letztendlich zu versuchen, an interne Vermerke ranzukommen, um wirklich die Wahrheit zu erfahren, dass einen überhaupt nicht überrascht. Es handelt sich auch wieder um ein Milliardenprojekt. Es sind wieder große Firmen beteiligt, dass hier genauso getrickst wird, wie zum Beispiel beim Berliner Großflughafen getrickst wurde. Inzwischen hat man auch in den Bundesländern Wind von den Tricksereien in Berlin bekommen. In Nordrhein-Westfalen prescht Verkehrsminister Michael Groschek vor und verlangt ein Ende der Heimlichkeiten. Er und seine Kollegen fordern vor allem mehr Geld aus der Maut zur Reparatur der kaputten Straßen im Land. Mit dem Toll-Collect-System aber sei das nicht zu machen. Das Toll-Collect-Maut-System bietet jedenfalls nicht die Differenzierung, die wir in der jetzigen Finanzierungssituation bräuchten. Und deshalb muss man überlegen, wie wir eine bessere Bemautung hinbekommen. Ich finde, ein bloßes Weiter-so ist nicht angemessen. Ich glaube auch nicht, dass es vernünftig ist, den Vertrag klammheimlich zu verlängern, sondern man müsste über die Randbedingungen reden. Es gibt ein Angebot, im Grunde Bundeseigentum an Toll Collect zu erwerben, um bundesstaatlich dann die weitere Entwicklung zu betreiben. Das wäre ein sinnvoller Kompromiss, aber nicht das klammheimliche Verlängern ohne Ausschreibung. Sie meinen die Call Option? Genau die meine ich, die sollte gezogen werden, das wäre gut. Vom Staat als Chef bei der Lkw-Maut erhofft sich der Minister höhere Einnahmen. So könnten zum Beispiel außer den Autobahnen auch Bundesstraßen und leichtere Lkw bemautet werden. Die Idee ist nicht neu. Schon im vergangenen Jahr gab es den Versuch, Lkw auch auf etwa 3000 Kilometern Bundesstraße zur Kasse zu bitten. Doch das Toll-Collect-System war dafür nicht flexibel genug und konnte nur mickrige 1100 Kilometer erfassen. Für Erweiterungen scheint das deutsche Hightech-System nicht geeignet zu sein. Das ist eben eins der weiteren großen Probleme, warum die Landesverkehrsminister auch alarmiert sind. Nach allem, was man weiß, geht es mit dem System nicht zu vernünftigen Kosten. Deswegen bräuchte man dringend eine Neuausschreibung des Systems mit einem effizienteren, aber einfacheren System. Aber das hat das Verkehrsministerium die letzten Jahre verschleppt und verschlafen. Mit einem neuen System könnte die Lkw-Maut ganz anders aussehen. Die Konkurrenten von Toll Collect versprechen völlig neue Möglichkeiten und zugleich eine deutlich billigere Mauterhebung. Die Schweizer Fehler zum Beispiel wartet nur auf den Startschuss für eine Neuausschreibung in Deutschland, um ihre Konzepte endlich vorzustellen. Doch Seniorchef Ernst Uhlmann ist skeptisch. In Deutschland, findet er, beschäftige man sich viel zu wenig mit der Lkw-Maut. Was einfach kaum verständlich ist, warum gibt es in Berlin im Verkehrsministerium nicht ein paar Leute, die echt mal sagen, jetzt wollen wir es wissen. Jetzt laden wir mal unabhängige Experten, Anbieter zu einer Gesprächsrunde ein und lassen uns mal erklären, wie man Maut erheben könnte. Wir haben ja Uhlmann will eine intelligente Lkw-Maut und erklärt entwaffnend einfach, was er damit meint. Stellen Sie sich mal vor, ein schwerer Brummi fährt über eine Landstraße und fährt durch ein Dorf durch und muss bremsen
und Gas geben und lärmen und stinken und Feinstaub erzeugen. Ja, aber die Straße, die für ihn geeignet wäre, weil sie weniger Schäden erleidet, weil die Emissionen etwas weg sind von der Bevölkerung, nämlich die Autobahn, da muss er bezahlen. Aber auf der ersten Straße muss er nichts bezahlen. Ja, das soll mir doch mal einer sagen, wo da die Logik sitzt. Und darum gibt es andere Beispiele, ich nenne jetzt unser einheimisches, wo man sagte, die Lkw-Maut wird auf allen Straßen erhoben, egal ob das jetzt Autobahnen sind oder andere Straßen. Das englische System, was zwar nie realisiert wurde, hat sogar die Sache umgedreht. Auf jeder Straße eine Maut und auf der Autobahn eine reduzierte Maut. Sehr clever, sehr englisch, also das war sehr intelligent. Für solche Überlegungen aber ist in Berlin gar keine Zeit. Hier wird nicht über intelligente Mauterhebung diskutiert, sondern über Tricks und Strategien zur Geheimhaltung, über undurchsichtige Verträge mit mächtigen Großkonzernen, über Schiedsgerichtsverfahren und Schadensbegrenzung. Deutschlands Lkw-Maut ist zum Spielball von Interessen geworden. Es geht nicht um Sinn oder Nutzen, sondern einfach nur ums Geld. Und dabei ist der Regierung die Zeit davongelaufen. Irgendeiner muss gepennt haben, hat dabei vergessen, dass jetzt, unabhängig von dem Schiedsgerichtsverfahren, die Vertragsverlängerung oder die Call Option, also das heißt die Übernahme des Vertrages durch die Bundesregierung, ansteht. Und jetzt sind sie in der Situation, wo sie so in der Enge sind, dass sie gar keine andere Möglichkeit haben, als nach meiner Meinung den Vertrag zu verlängern, aber dass sie in diesem Bereich erpressbar geworden sind. Also eine total verfahrene, verkorkste Situation. Kaum vorstellbar, dass diese Situation noch verkorkster werden könnte. Und doch sollte genau das passieren. Das Unheil kam direkt von der Autobahn und begann als einen Streit um 22,41 Euro. Die forderte der Spediteur Günther Obst vom Staat zurück, weil er sich bei der Maut ungerecht behandelt fühlte. Als seine Beschwerde ins Leere lief, ging er vor Gericht, durch alle Instanzen. Nach 8 Jahren Prozessierens bekam er im vergangenen Oktober Recht. Günther Obst wird sein Geld zurückerhalten. Doch den Staat kostet das Urteil womöglich Milliarden. Es scheint so zu sein, dass ich offenbar einer der Ersten überhaupt war, die irgendeine Klage gegen die Maut angestrengt haben im Jahr 2005. Und das wurde zunächst sicherlich nicht ernst genommen. Im Laufe des Verfahrens hat sich das sicherlich ein bisschen geändert. Und seit dem jüngsten Urteil, mit dem man offenbar seitens des Bundes überhaupt nicht gerechnet hat, sind da natürlich ein bisschen die Alarmglocken überall angegangen. Inzwischen haben mehrere tausend Spediteure fordern ihr Geld zurück. Und so viel ich weiß, sind wir bei knapp 2 Milliarden inzwischen, was BAG, also das Bundesamt für Güterverkehr, an Rückforderungen von Spediteuren, von Mauteinnahmen aus der damaligen Zeit hätte. Und wenn das wirklich so passieren würde, wäre das wirklich eine ganz massive Katastrophe für den Verkehrshaushalt. Günter Obst transportiert mit seinem 28-Tonner Segel- und Motorjachten quer durch Europa. Dass er dafür in Deutschland fast genauso viel Maut wie die großen 40-Tonner zahlen muss, hält er für ungerecht. Dagegen hat er geklagt und gewonnen. Welche Auswirkungen dieses Urteil auf die verkorkste Situation rund um die Weiterführung der deutschen Lkw-Maut hat, war dem Spediteur zunächst gar nicht klar. Die letzte Instanz, das Oberverwaltungsgericht in Münster, urteilte aber grundsätzlich. Es erklärte die sogenannte Mauthöhenverordnung für die Zeit von 2003 bis 2007 für ungültig. Damit löste es nicht nur eine Flut von Rückzahlungsforderungen aus, auch für das Schiedsgerichtsverfahren zwischen dem Bund und den Konzernen hinter Toll Collect hat der Richterspruch direkte Konsequenzen. Das Schiedsverfahren, also die Klage des Bundes, gründet ja darauf, dass Toll Collect bzw. die Konsortialpartner nicht in der Lage waren, die Maut rechtzeitig zu erheben.
Aber wenn auch die Mauthöhenverordnung von damals nicht rechtsgültig ist, naja, dann wird es halt irgendwann kompliziert. Nämlich eine Maut, die man technisch nicht in der Lage war zu erheben, die allerdings erhoben werden sollte aufgrund einer Verordnung, die nicht rechtsgültig mehr ist. Also da auf eine 7-Milliarden-Euro-Klage zu stützen, ist eine mehr als spannende Sache. Natürlich ist es die Interesse der großen Konzerne, die das so interpretieren wollen. Aber man hätte diese Interpretation auch locker vermeiden können, indem man klug und geschickt vor Gericht aufgetreten wäre. Also ich glaube auch, dass den Vertretern von Toll Collect in dem Moment, als sie dort aus dem Gerichtssaal gingen, wahrscheinlich diese Sache, diese Bedeutung für ihr Schiedsverfahren in dem Moment noch gar nicht bewusst gewesen ist. Könnte ich mir vorstellen. Ob so ist, weiß ich nicht. Aber dass sich dann letztlich, als man das intern diskutiert hat, ist dann möglicherweise, also ich habe immer gern so Bilder im Kopf, ist dann möglicherweise jemand draufgekommen und sagt mal, Leute, wenn es da gar keine rechtmäßige Grundlage gab, überleg doch mal, dann gibt es doch auch gar keinen Schadenersatz. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. 2 Milliarden Euro Mautrückforderungen von Spediteuren und eine drohende Niederlage im 7 Milliarden Euro schweren Schiedsverfahren gegen Toll Collect. Die erfolgreiche Klage des Spediteurs Günter Obst wegen 22,41 Euro scheint für das Verkehrsministerium zum finanziellen Desaster zu werden. Das Gericht hat keine Revision zugelassen. Verzweifelt versucht das Ministerium jetzt dagegen vorzugehen und doch noch eine Berufung durchzusetzen. Die Erfolgsaussichten aber sind mehr als ungewiss. Wie viel teurer die deutsche Lkw-Maut durch die scheinbar unausweichliche Vertragsverlängerung mit Toll Collect wird, ist noch gar nicht abzusehen. Daimler und Telekom sitzen bei den Verhandlungen auf jeden Fall am längeren Hebel. Für die ohnmächtigen Parlamentarier ein nur schwer zu ertragender Gedanke. Das ist etwas, was mich schon immer sozusagen merkwürdig berührt hat, dass die kleinen Projekte diejenigen sind, über die wir uns hier die Köpfe einschlagen, und die großen Summen, die uns bei Verkehrsprojekten, bei Rüstungsprojekten, bei Bahnhofsprojekten, bei Flughafenprojekten sozusagen extrem belasten, die werden durchgewunken. Das ist ein Skandal. Das haben Sie gesagt. Ja, ich meine, ich bin auch Steuerzahler. Sie sind das doch auch. Ja. Wie fühlen Sie sich denn da als Steuerzahler bei? Na, ich fühle mich als Steuerzahler und als Politiker da sozusagen ganz, ganz, ganz unwohl. Toll Collect. Das erste deutsche PPP-Großprojekt. Für den Steuerzahler ist es offenbar kein gutes Geschäft. Einnahmeausfälle gehen auf sein Konto. Gewinn und Ansehen der beteiligten Konzerne aber scheinen unantastbar. Anton Hofreiter glaubt inzwischen, dass das so gewollt ist. Von ganz oben. Weil in der Wahrnehmung des Kanzleramtes es wichtiger ist, dass Telekom und Daimler kein klein bisschen sozusagen Kampfkraft in dem, wie es wahrgenommen wird, heftigen ökonomischen Auseinandersetzung in der globalisierten Welt verlieren. Das ist aus Sicht des Kanzleramts das übergeordnete deutsche Interesse. Und dafür kann die öffentliche Hand durchaus mal finanziell bluten. Im Fall von Toll Collect blutet der deutsche Steuerzahler inzwischen mit Milliardensummen. Ein Mitspracherecht durch die gewählten Volksvertreter hat er dabei nicht. In einer Demokratie sollte so etwas eigentlich nicht vorkommen.